Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play auf meinem Kanal. Wer mich noch nicht kennt, ich bin Krusty und gemeinsam starten wir heute rein zu Spider-Man 2. Zwar ein bisschen verspätet, wir haben gerade am Aufnahmetag bei mir den 24.10. gestartet, ist das Spiel ja schon. Am 20. würde ich meinen. Genau, ich muss mal kurz gucken, ob die Untertitel für euch extra groß sind. Standard nicht, bitte größtmöglich. Genau, dann gehen wir noch mal ganz kurz in die Grafik rein. Ja, wir lassen das so, wie es ist. Es bleibt hier alles so, wie es ist. Genau, und unglaublich bin ich nicht. Wir machen mal freundlich, damit wir die Story ein bisschen genießen können und starten jetzt mal rein. Möchtest du die Zusammenfassung der Ergebnisse, der Ereignisse ansehen, die zu diesen Momenten geführt haben? Die ziehen wir uns noch mal mit rein. Wer zum Fall die vorigen Spider-Man-Spiele noch nicht gesehen hat. Hey Pete, ich arbeite an einer College-Bewerbung. Und soll etwas über mich erzählen. Sollst dich wohl eher verkaufen. Echt übel. Hast du einen Tipp für mich? Tja, etwa so. Hi, ich bin Peter Parker. Bin 25 Jahre alt, habe einen Bachelor in Biophysik und bin in die tollste Frau aller Zeiten verliebt. Wie bescheiden. Wer ist die beste Journalistin in dieser Stadt? MJ. Ist doch klar. Ich versuche einer anderen großartigen Frau nachzueifern. Meiner Tante May. Wieder sehr bescheiden. Mann. Und vor kurzem wurde ich von einer radioaktiven Spinne gebissen und habe Superkräfte erhalten. Das kann ich doch nicht schreiben. Hey, ich taste mich langsam aber sicher ran. Ich habe meine Kräfte genutzt, um der Stadt zu helfen und Leute zu stoppen, die ihr schaden wollten. Wie mein Mentor, Dr. Otto Octavius. Sein Labor wurde von seinem alten Kollegen Norman Osborn geschlossen. Otto rächte sich und setzte eine Biowaffe frei. Zum Schluss konnte ich Otto stoppen. Aber es hatte seinen Preis. Das war ziemlich gut. Aber ich bin kein Peter Parker. Ja, genau. Du bist Miles Morales. Du bist 17 Jahre alt und gehst auf die Brooklyn Visions Academy. Was noch? Ich schätze, ich helfe meiner Mutter hin und wieder bei ihrer Arbeit in Harlem. Sie ist Stadträtin Rio Morales. Und ich mag ein Mädchen. Sie ist spektakulär und inspirierend und, wie ich finde, eine der besten Künstlerinnen der Stadt. Und ich wurde auch von einer radioaktiven Spinne gebissen und habe Superkräfte. Ich habe vom Original gelernt, ein Spider-Man zu sein. Aber von meinem Vater habe ich gelernt, ein Held zu sein. Er starb durch Martin Lees Bombe im Rathaus. Das Gute, das ich jeden Tag tun will, habe ich von meinem Vater. Aber es war hart. Auch mit Superkräften kann man manchmal einen lieben Menschen nicht retten. Wie sehr man es auch versucht. Ein Held ist jemand, der nie aufgibt. Und das habe ich nicht vor. Ich weiß nicht. Ich kann nichts über mich sagen, ohne Spider-Man zu erwähnen. Sicher kannst du das. Du musst nur... Warum fängst du keinen neuen Entwurf an? Ja, nice. Das war nochmal der Rückblick von Miles Morales. Das haben wir auch auf meinem Kanal gespielt. Wer Bock drauf hat, kann sich das ja natürlich auch noch gern bei mir reinziehen. Aber wir starten jetzt gleich mal rein. Ich habe natürlich die höchsten Aufnahmeeinstellungen genommen, was grafisch angeht, was Grafik angeht. Kann natürlich sein, sind dementsprechend das Spiel eigentlich auf 30 FPS reduziert. Wir gucken es uns an, wie es aussieht und wir starten jetzt rein. Denn ich will endlich wissen, wie es weitergeht. Vor 2 Jahren. Wir sind bereit. Alles okay? Versprichst du mir was? Was du willst. Wenn das nicht klappt, schalt mich aus. Das klappt. Ich habe nicht viel Zeit übrig. Ich möchte mich verabschieden können. Ich werde dich nicht verlieren. Niemals werde ich dich gehen lassen.
Oh, geht ja schon gut los. Venom ist geboren. Diese Glocke hat ihren Sinn. Setzen Sie sich. Nette Friese hat er. Bin da! Dennoch. Guten Morgen, Klasse. Heute dürfen wir einen neuen Lehrer begrüßen. Hi. Mein Name ist Mr. Parker. Und heute ist unser Glückstag, weil das hier die Physikstunde ist und Physik ist der Hammer. Oh. Wissen Sie, wie einige Insekten und Vögel, Reptilien einfach über einen Teich laufen können? Stichwort Oberflächenspannung. Ich muss mal! Okay. Bei Oberflächenspannung geht es um Bindekraft. Hm? Als Gleichung ausgedrückt, Oberflächenspannung, Gamma, ist die parallel zur Oberfläche einer Flüssigkeit angewendete Kraft. F dividiert durch die Länge, L, der Linie, auf die die Kraft einwirkt. Kann jemand... Ich bräuchte mal Hilfe. Mr. Morales, richtig? Können Sie das wirklich nicht alleine regeln? Bestimmt. Okay, klasse. Lesen Sie Kapitel 4 oder 5 oder irgendwas. Miles, ich brauch diesen Job. Wenn die Direktorin zurückkommt und ich weg bin, werd ich gefeuert. Ich weiß, aber das musst du sehen. Jetzt geht's los. Marco, warum heute? Ich bin sowas von gefeuert. Ja, Marco sagt, muss auch Polo sagen, wisst ihr, ne? Oh yeah, jetzt geht's wieder los, ey. Direktorin Evans hasst mich schon, weil ich heute Morgen zu spät kam. Bro, ich hab gesagt, komm pünktlich. Schon okay. Wir sind ruckzuck zurück. Gut. Ich hab noch einen Beratungstermin wegen meiner College-Bewerbung. Oh, dein Aufsatz ist fertig? Nicht mal angefangen. Oh, dann nichts wie in die Stadt. Nice. Kümmern wir uns schnell um Marco. Ah, wie man's kennt, so geht's los bei Spider-Man. Gleich in den Schwung drin. Hey, MJ. Oh. Hey, Jungs. Ihr solltet schnell nach Downtown. Wir schwingen gerade durch Brooklyn. Hat dich Jameson für den Bugle hingeschickt? Unfassbar, dass JJJ dein neuer Boss ist. Die neue Leitung ist echt spitze. Den hast du ganz bald im Griff. Was ist los, los, los. Zack, die Bohne. Den hab ich seit Jahren nicht gesehen. Zeugen sahen, wie er über den Broadway rannte und Unsinn schrieb. Er wirkte wütend und paranoid, wahnhaft. Au, es tat weh. Explodiert. Ja. Mann. Hoffentlich können wir ihn beruhigen. Solche Kontrollverluste habe ich schon gesehen. Pass auf. Gut, dass es jetzt zwei Spider-Man gibt. Viel Glück. Danke, MJ. Wir könnten hier unsere neuen Tüfteleien nutzen. Unmöglich. Das sind Prototypen. Nicht mal getestet. Du hast sie doch dabei, oder? Kein Kommentar. Yeah. Oh, geil, ey. Oh. Ja, Hilfe, Hilfe. Nein, ich will kein nasses Kostümchen haben. Oh, dachte schon. Alter Schwede, was ist hier los? Ich glaube, Marco wollte mal wieder. Es wollte mal wieder Kinder mit Marco im Sandkasten spielen, kann das sein? Alter Schwede, Kitze. Okay. Ich glaube, wir haben ihn. Hey, Bro. Polo. Na, mein Freund.
MJ hatte recht. Wir müssen ihm helfen, bevor er sich verletzt. Oder andere. Au. Alter Schwede, Junge. Voll auf die Mappe gekriegt. Er holt aus, Bro. Hopp. Hat er etwa Hast du gedacht? Der Große braucht einen Snack. Hier kriegst du noch eins. Voll auf die Mappe. Wow. Wie ist der Plan? Lenk ihn ab. Ich hab ne Idee. Ich werde zu einem Furunkel auf seiner Nase. Ich werde Mr. Furunkel werden. Etwa immer noch sauer, Marco? Wie wär's mit Yoga? Ja. Ist wohl mehr der Pilates-Typ. Ja. Das war die Idee? Hab nie gesagt, dass sie gut ist. Das sollte ein normaler Tag sein. Musikunterricht. Mach doch. Peinliche Gespräche im Lehrerzimmer. Es wird alles wieder gut. Spider-Man, eine Lieferung für dich. Heiß und fertig. Bin da. Hab ihn. Oh, oh. Aua, 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 aua. Mini Markus? Mini Markus? Ich wünschte, ich könnte das. Ah, sieht schon nice aus. Ja, komm. Hab ihn abgesetzt, nachdem er auf meinen Anzug gekotzt hat. Kein Einzelfall. Sandman hat noch ein paar Freunde ausgekotzt. Was zum? Das kann er? Offensichtlich. Aber ich... Ich brauche dich. Mr. Parker? Tut ja. Mir leid. Wer ist da? Direktorin Evans. Ich hab grad Durchfall. Alle Schüler haben die Klassenzimmer evakuiert. Wo sind sie? Wow, 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 wow. Ich hab... Los! Etwas im Auto vergessen! Was war das? Nichts! Ich bin nur... Was? L1 plus? Boah, alter Schwede. Leco Mio, na jetzt komm. Komm doch, komm doch, komm doch. Ich kann mich nicht bewegen, hallo? Achso. Das klappt? Ich meine, ich bin gerade auf dem Weg. Kommen Sie zurück und kümmern Sie sich um die Schüler, sonst... Das klingt nicht so gut. Ja, nimm das und werf das. Hab's geschafft. Wie läuft's bei dir? Miles? Anruf von Direktorin Evans. Oh Mann. Aua, aua, aua. Von der Schule? Aua. Hey. Du schwänzt doch nur! Ich habe während eines Notfalls die Schüler allein gelassen. Ja, das ist nicht so gut. Das gibt Ärger. Au. Sandman! Ich diesen Namen hasse. Ich weiß, du bist sauer auf mich. Das hat nichts mit dir zu tun. Lass mich in Ruhe! Ich will dir helfen! Aber zuerst wird es wehtun! Kuckuck! Au! Miles, hilf mir! Miles! Er war wohl nicht froh über das Wiedersehen? Er ist nicht der nostalgische Typ. Lass mich gehen, sonst bist du tot. Er hört nicht zu. Wir müssen eins drauflegen. Wie? Er hasst Wasser. Seine Schulter ist schon nass. Elektrizität mag er dann sicherlich auch nicht so. Du hast es geschnallt. Yes. Das hat gesessen. Na, aber sowas von. Aber wir brauchen mehr Wasser. Ich schieß mit Netzen und lad mich auf. Jetzt lasse ich erstmal das Wasser laufen. Na? Puppe? R1. Mach doch R1. Du willst mehr? Aua, 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 aua. Die Netze lenken ihn ab. Voll in die Fresse. Oh.
Alter, geil. Das fängt schon richtig geil an. Ja, bitte. Und? Alter Schwede. Alter. Alles okay? Ich arbeite dran. Ich dachte, du wärst weg. So schnell wirst du mich nicht los. Das ist ein Fall für Genki. Genki, bist du und da? Alter, wie krass. Zerrupp ihm das Gesicht. Ich weiß. Wir brauchen viel Wasser bei der Wall Street. Ich checke das Netz. Pass auf, Alter. Sie auch, Mr. Parker. Mach ich. Oh, ich kann nicht. Ich lass mich. Er weiß es? Genki weiß alles. Außerdem waren wir vorhin echt auffällig. Die Begabtenschule war echt die falsche Wahl. Er ist betäubt. Jetzt schlag zu. Jetzt kann ich nah ran. Ganz schnell haus ihm um die Nase. Das ist doch bloß ein kleines Peeling, Mensch. Hab dich mal nicht so. Nee, bist du gleich nochmal. Zack, nochmal um die Ohren gehauen. Hat dir Mama nie beigebracht, nett zu sein. Zeit für den Wetterbericht, Spider-Man. Yes. 100% Regenrisiko. Genau, da wollen wir ihn haben. Oh, Beast Mode, Beast Mode. Alter. Leute, der Wassertank auf dem Madison Building sollte funktionieren. Wir reden hier von 40.000 Litern. Okay, danke, Genki. Ihr hättet wegbleiben sollen, Spinnen. Oh, go away. Ist der immer noch da, wo wir ihn haben wollen? Ja, ja, unbedingt sogar. Vielleicht war ich dazu voreilig. Oh was, ich bin gleich down. Gut, er wird definitiv größer. Weiter. Wir sind fast da. Oh. Der Wassertank. Oh oh. Spider-Man? Oh, nee, es sieht nicht so aus. Ich wollte nur ein normales Leben. Wie alle. Das geht so nicht, Marco. Für jemanden wie mich geht es nur so. Guten Tag. Das Gerät außer Kontrolle! Was ist das? Das ist dein Fokusbalken. Wenn du einen vollen Fokusbalken einsetzt, kannst du Heilung durchführen. Fülle deinen Fokusbalken, indem du angreifst oder verteidigst. Ja, das hatten wir im anderen Spiel auch, das machen wir. Heilen! Passiert! Bin draußen gelandet! Kletter weiter, wir treffen uns auf dem Dach! Der Wassertank ist die einzige Chance! Ich muss erstmal alle platt machen hier, wa? Noch wer ohne? Komm, her, mein kleine Zuckerpuppe hier. Wo bist du, Pete? Komm. Bleib drinnen! Okay. Hat wohl zu tun. Ohne diesen Wassertank sind wir morgen noch hier. Wow. Alter, willst du mich verarschen? Kann ich mich bewegen? Achso, wow, Fokus, wenn du Gegner angreifst. Ja, das mache ich doch. Immer weiter, Miles. Erstmal bisschen heilen hier. Mein Gott, das ist ja gleich Action pur ja am Anfang. Ich bin ja mit. Ich werde ja bekloppt. Wirklich? Gucken, hier liegt ein Automat. Ich dachte, wir können mir eine Coke ziehen oder sowas. Oh, was ist das? Was ist das? Gib mir das. Ah, ne, ist eine Lampe. Oh, Mann! Na, du? Jo. Was? Nice.
Warum baut Marco nicht einfach Sandburgen? Ja, sag ich doch. Aber weil ja keiner mit ihm spielen wollte, wisst ihr? Alles okay? Ich bin bei Pete. Ich weiß, ihr seid in allen Nachrichten. Ich bin unterwegs nach Downtown, um die Hilfe zu koordinieren. Deckt Genki dich in der Schule? Ja, aber ich habe noch einen Beratungstermin und die Direktorin denkt, dass ich... Ich kann mit deiner Direktorin reden, aber New York braucht dich jetzt. Du bist die Coolste. Und bitte, sei vorsichtig. Mach ich. Ich quiero, Mifo. Wie Ma schon sagte, New York braucht uns. Boah, ich kann dich... Mein Gott, jetzt ist ja diesmal langsam auf der Fokus, war. Aber gut, man hat ja auch noch nicht geskillt oder irgendwas. Hallo, geht's da weiter? Hallo, meine Freunde. Ey, ey, ey. Okay, kommt mal alle. Oh, verballert. Ja. Hast du gedacht, war? Bei dem Schlag. So, noch jemand ohne Fahrschein? Toll, voll verballert, ey. Aber. Wow, Alter, nice der Move. Oh, da hängt ein bisschen was im Weg. Alter Schwede. Schon ordentlich, Alter. Wie viele seid ihr denn? Hallo? Du machst es nur noch schlimmer für dich, Marco! Holo! Wow! Aua, 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 aua! Ich würde meinen Auftrag lieber darüber schreiben. Damit könnte ich auf jedes College. Oder Spider-Man könnte. Okay, das kann warten, Miles. Pass auf! Aua, bin er ausgewichen. Alter, da kommt aber jetzt viel hier. Wow, wow. Heil dich. Alter Schwede. Genau, so Spider-Man! Fast geschafft! Der Tank gehört uns! Oh, Alter, kann ich mich nochmal heilen? Nee. Jetzt gehört er ihm! Hallo! Hey, sorry! Hab ich was verpasst? Kipp's dir ins Gesicht! Er will mich fressen! Dann geben wir ihm lieber was zu trinken! Ah! Du Dummbrot! Haben wir es geschafft? Oh! Mikro geknallt, sorry. Her mit den neuen Spielzeugen! Der letzte Patch für den Anzug hatte Macken, aber wird schon schief gehen! Alter, geil! Haha, ist das heavy. Die Netzflügel! Sie fliegen! Das war's noch nicht! Marco ist am Strand von Pier 4! Wenn er Pier 4. von dem ganzen Sand kommt, ist er wohl gerade! Ich brauche dich sofort, Miles! Ja, ich sehe ihn! Wow, wow, wow! Wow! Miles! Miles! Alter Schwede! Wow, Alter! Worauf habe ich mich eingelassen? Beruhige dich, Marco! Unschuldige Menschen sind in Gefahr! Du sorgst dich um sie, aber nicht um mich. Auf Marco wollten sie mich treffen, aber Sandman ignoriert sie nicht. Aua. Ja, da hättest du Miles schicken sollen, wa? Miles! Genau der. Ja, da brauchen wir ein bisschen mehr Blitz-Action eigentlich, wa? Ja, die Klasse ist wieder vereint.
Nutze einen vollen Fokusbalken, um entweder eine Heilung oder eine verheerenden Finisher auszuführen. Okay, Oberfläche kämpfe dich durch zu Sand. Ja, durch die Knechte, okay. Markus, Sturm erzeugt eine Menge Elektrizität! Was passiert mit der Oberflächenspannung von Sand, wenn man die Spannung erhöht? Fulgurit! Genau wie bei den Minis! 1+! Wenn du genug Energie hast, schieße ich sie direkt auf ihn! Ich soll der Blitz treffen! Hältst du das aus? Finden wir es raus! Du, der hast die Energie von dem Ganzen nur vom Reaktor absorbiert. Du bist nicht draufgegangen. Boah, geil, Takedown. Bro, wie genau willst du einen Blitz umlenken? Wie du sagtest, wir müssen kreativ sein. Na, zieh das Ding. Komm. Oder nie, Spider-Man! Auf geht's! Sind dabei! Gib dir nicht einfach auf! Weil das langweilig wäre. Sag doch, lass das Miles machen. Geklopft, ja, wieder Kinder. Alter, am Anfang gleich so viel Action. Ich hab Sand. Überall. Katzen erkennen wir dann wahrscheinlich, wa? Marco, alles wird gut. Ja, ja. Gut ging es mir. Schon lange nicht mehr. Wenn du Hilfe benötigst, musst du nur fragen. Ihr seid diejenigen, die Hilfe brauchen, wenn sie euch holen kommen. Uns holen? Was meint er denn damit? Und ja, ich habe auch die Trailer gesehen. Ich weiß, was kommen könnte. Vor 6 Monaten. Ich werde die Folge gleich mal ein bisschen länger ziehen. Und heute, also es kommt auf jeden Fall noch eine 2. Folge am 1. Tag. Und ich versuche jeden Tag eine Folge zu machen, bloß so für euch schon mal. Und am 27., wo ja mein Kanal dann schon 1 Jahr existiert, werde ich auch in 2 Folgen, also 2 Folgen bestimmt auch hochladen. Und am 27. ein paar mehr Folgen überhaupt kommen allgemein. Das Alter macht dich langsam, Sergei. Das wirst du nicht erleben. Ich beschatte dich seit Stunden. Du hast nichts gemerkt. Erbärmlich. Alter Schwede, der Power. Gut, ihr habt mich klar ausgedrückt. Eine Beute, die mir gewachsen ist. Sir, wie wäre ein neues Jagdgebiet? Das Feuer. Die große Jagd beginnt.
Oh, oh, oh. Marvel Spider-Man 2. Geil. Ich fand den Anfang jetzt schon so geil. Du wirst Hilfe brauchen, Trophäe. Alles offline. Pete, siehst du das? Muss Denki mal einen neuen Patch hochladen. Geschafft. Du bist sicher. Ja, hier auch. Hey, Genki? Ich weiß. Die ganze Telekommunikation liegt lahm. Was passiert mit eingehenden Meldungen? Die kommen in die Warteschlange, aber... Warte. Ich probier mal was. Mach schnell. Direkt vor dem App-Ausfall gab es einen Hilferuf an der Ecke Liberty und Broadway. Ziel ansehen, R3. Ach, da hinten, ja. L2R2 zum Punkt schwingen. Ja, Leute, aber eigentlich ist es ein idealer Punkt, einfach mal zu sagen, wir beenden diese Folge, allererste Folge von Spider-Man 2. Ich werde heute auf jeden Fall noch eine zweite hochladen, das ist auf jeden Fall, und ich werde versuchen, jeden Tag eine Folge Spider-Man 2 für euch hochzuladen. Wie gesagt, am 27.10. gibt es ja meinen Kanal jetzt dann schon ein Jahr, und ich finde es toll, dass du mit dabei bist. Ja, und da werde ich auch ein paar mehr Folgen hochladen, auch mindestens zwei, wenn nicht sogar drei. Mal gucken. Aber es ist schön, dass du bei Spider-Man 2, beim neuen Let's Play, wieder mit dabei bist. Haut rein, bis zum nächsten Mal.